auch ein Unternehmensanteil aus einem dieser Emerging Markets gekauft werden. Das heißt, hier im Swap-Verfahren ist das Trägerportfolio mehr oder weniger vollständig losgelöst von dem vergleichenden Index. Die müssen keinen Zusammenhang haben, nicht zwangsweise. Wer jetzt ein Zwischending haben möchte, der nimmt das Sampling-Verfahren. Im Sampling-Verfahren werden nur einzelne Unternehmensanteile aus einem Index herausgekauft, die mit verschiedenen Computeralgorithmen und Berechnungen wird dann festgestellt, die den stärksten Einfluss darauf haben, dass der Index abgebildet wird. Das heißt, nehmen wir an, ein Index besteht aus 100 Unternehmen. 90 dieser Unternehmen haben keinen großen Einfluss auf die Verläufe des Indizes. Allerdings 10 Unternehmen haben dadurch, dass sie halt bestimmtes Wachstumsverhalten aufzeigen oder verschiedene Schwankungen aufzeigen, historische Daten werden da verwendet und auch ein paar Prognosen gestellt und so weiter. Diese 10 Unternehmen haben einen so starken Einfluss auf den Index, dass nur Anteile von diesen 10 Unternehmen gekauft werden. Das heißt, es ist mehr oder weniger so ein Zwischending. Teilweise werden die Unternehmensanteile gekauft, allerdings nur von den Unternehmen, die einen starken Einfluss auf den Index haben. Und ansonsten die anderen Unternehmen werden damit dann quasi mit abgebildet durch die Abbildung des Indizes. Genau. Damit haben wir jetzt quasi abgeschlossen, uns damit zu beschäftigen, wie ein ETF überhaupt funktioniert, was ein Swap-Verfahren ist, was ein Sampling-Verfahren ist, und kommen jetzt im Anschluss auf die Chancen und Risiken zu sprechen. Die Chancen sind ganz eindeutig eine hohe Diversifikation. Wer in den MSCI World investiert, investiert in über 1600 Unternehmen mit einer Investitionssumme von, je nach Bank, 25 Euro. Das heißt, mit 25 Euro hast du die Möglichkeit, in eine Vielzahl von Unternehmen zu investieren. Dass du da einen Totalverlust erleidest, ist absolut gering. Es ist sehr kostengünstig. Es fällt in der Regel kein Ausgabeaufschlag auf, wie bei gewöhnlichen Fonds. Da muss man in der Regel so um die 5% nochmal seines Anlagevermögens bezahlen, um überhaupt investieren zu können. Gleichzeitig sind die Managementkosten eines normalen, aktiv gemanagten Fonds viel höher, weil viel mehr Menschen arbeiten müssen, also an der Analyse von Unternehmen arbeiten müssen, was ein ETF-Fonds einfach nicht macht. Er kauft ja einfach nur entsprechend der Gewichtung des Indizes, dementsprechend fallen da Kosten weg. Also wenn man sich die Total Expense Ratio anschaut, das sind quasi sämtliche Verwaltungs- und Managementkosten und die quasi laufenden Kosten eines ETFs oder halt eines Fonds, dann liegen diese bei Fonds in der Regel bei über 1%, 1,3, 1,5% oder sowas. Und bei ETFs liegen sie in der Regel unter 1%, in der Regel sogar unter 0,8%. Es gibt auch welche für unter 0,1%, die halt extrem kostengünstig da eine Anlage ermöglichen. Gleichzeitig hast du die Möglichkeit, die Marktrendite zu erzielen. Das heißt, je nachdem, in welchen Index du investierst, die Marktrendite ist dir in den meisten Fällen sicher. Der DAX zeigt jetzt so ungefähr eine Marktrendite von 8%. Das heißt, wenn du in einen DAX-ETF investierst, dann erhältst du halt diese 8%ige Rendite, abzüglich natürlich der Total Expense Ratio. Aber das ist halt sicher. Du hast weniger Schwankungen drin, wie bei einem Fonds, der mal überperformen kann, mal underperformen kann. Du hast einfach eine gewisse Sicherheit darin, bei der hohen Diversifikation. Dennoch gibt es einige Risiken, die häufig nicht genannt werden, weil sie teilweise auch einfach nicht bekannt sind, die du aber beachten musst und die auch gar nicht so unrelevant sind. Zum Beispiel kann der Kurspfleger oder der Sponsor ausfallen. Wenn du dir die Schlüsselposition des Kurspflegers und des Sponsors anschaust und du gehst jetzt davon, und dann gehen wir mal davon aus, dass ein Marktcrash kommt, ist nicht sowas wie 2008 oder sowas, der noch relativ milde war, sondern ein richtiger Marktcrash, wo sämtliche Aktienanteile der großen institutionellen Anleger verkauft werden, die Banken haben quasi kaum noch Geld zum Ausgeben, dann könnte es passieren, dass die Kurspfleger ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können. Sie werden ihre Aktientitel nicht mehr los oder können keine ETF-Anteile mehr kaufen. Sie sind einfach handlungsunfähig. Gleichzeitig möchten sie vielleicht auch gar nicht handeln und möchten nicht ihre Unternehmensanteile
quasi verschleudern und somit sämtliches Kapital wegschmeißen. Irgendwann, wenn diese Möglichkeit nicht mehr besteht, dass der Kurs angepasst werden kann durch die Marktturbulenzen, wird der ETF halt seine Pforten schließen müssen, weil er nicht mehr handlungsfähig ist. Jetzt in den nächsten, also die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Ausfall des Kursflips oder des Sponsors kommt, ist jetzt erst einmal gering, zumindest kurzfristig. Schauen wir uns ETFs allerdings als Anlage für die Altersvorsorge an und nehmen einen Anlagehorizont von 30, 40, vielleicht 50 Jahren an, ist es durchaus denkbar, dass es da in dieser Zwischenzeit zu Marktturbulenzen kommt, die ein Ausfall des Kurspflegers oder ein Ausfall des Sponsors wahrscheinlicher machen. Okay, ein anderes Risiko ist eine Scheindiversifikation. Wer jetzt denkt, ich investiere in den DAX, der könnte davon ausgehen, dass er halt sehr breit diversifiziert ist in die 30 Unternehmen des DAXes. Schaut man sich dann allerdings die Gewichtung an, wird klar, dass ein Viertel des Kapitals in wenigen drei oder vier Unternehmen gebunden ist, einfach weil die größte Marktkapitalisierung haben. Das heißt, 25% des investierten Kapitals ist dann gar nicht so breit diversifiziert, sondern halt relativ spezifisch in drei, vier Unternehmen gebunden. Und nur die 75% des restlichen Kapitals sind dann halt über die anderen 26 oder so Unternehmen verteilt. Das heißt, Diversifikation ist teilweise gar nicht so groß, wie man glaubt. Da muss man dann genauer hinschauen, wie der ETF-Fonds den Index abbildet. Gleichzeitig gibt es einen Tracking-Error. Der Tracking-Error ist der Unterschied vom tatsächlichen ETF-Kurs zum Vergleichsindex. Nehmen wir an, der Vergleichsindex steht bei 1000 Punkten und der ETF läuft regelmäßig oder konstant bei 990 Punkten. Das heißt, wir hätten jetzt hier eine Underperformance von 1%. Dieser 1% stellt den Tracking-Error dar. Dieser Tracking-Error ist also der Unterschied von der Index-Performance zur ETF-Performance oder zum ETF-Kurs. Also vom Index-Kurs zum ETF-Kurs. Dieser Tracking-Error ist in den meisten Verkaufsprospekten ist da einer drin von unter 0,5% in der Regel, 0,49% oder sowas, je nach ETF. Aber der stellt natürlich ebenfalls einen Kostenfaktor dar. Das heißt, haben wir einen ETF, der einen hohen Tracking-Error hat, ist dieser Tracking-Error als Kostenfaktor zu sehen. Der müsste also auf die Total Expense Ratio aufgeschlagen werden. Wird allerdings häufig unterschätzt, weil er nicht eindeutig aufgeschlüsselt wird in der Kostenübersicht. Da muss man dann oder musst du dann als Investor schauen, wie hoch der Tracking-Error des ETF-Fonds ist. Gleichzeitig, und das ist jetzt nochmal als abschließendes Risiko dargestellt, ein etwas globaleres Problem. Ein ETF-Fonds kann krisenverstärkend wirken. ETFs, einer der Vorteile, ist, dass sie sehr schnell handelbar sind, eine hohe Liquidität aufweisen. Ich kann morgen sämtliche ETF-Anteile abstoßen. Das bietet gleichzeitig allerdings die Gefahr, dass es jeder macht in einer Krise. Und da ETFs inzwischen eine nicht unbeträchtliche Größe am Gesamtanlagevolumen des Marktes darstellen, ist dieser ruckartige Verkauf, kann sich extrem negativ auf den gesamten Markt auswirken. Wäre das Geld in Fonds investiert worden, die in der Regel in der Geschichte gezeigt haben, dass sie eher einen kühlen Kopf bewahren und die Gelder zusammenhalten und versuchen, ihre Anleger zu beschwichtigen, noch ihre Gelder dazuhalten, auch Cash-Reserven bilden, um nicht sofort alles verkaufen zu müssen, hätten die eher eine Verminderung der Kursschwankungen einer solchen Krise zufolge, wohingegen es bei ETFs eine solche Absicherung nicht gibt. Wenn der Anleger da seine Anteile verkaufen möchte, verkauft er sie, wodurch halt der Markt nochmal deutlich stärker absinken kann. Aber auch hier, der ETF ist ein zu junges Anlageprodukt, als dass man wirkliche Erfahrungen daraus ziehen kann oder Erfahrungen hat. Das muss dann die Zukunft zeigen, welche Effekte es darauf gibt oder welche Effekte ein ETF-Fonds auf solche Krisen hat. Okay, ist ein ETF also das Allheilmittel? Jetzt haben wir die